das Lied der Welt. Musik, ein Lied erzählt die Sprache der Musik. Wir schenken euch ein Lied. Ein Lied hat Macht. Guten Abend, meine Damen und Herren. Es freut mich sehr, dass Sie heute Abend hier zu Grab sind. Mein Name ist Matthäus Eggenberger. Ich bin am 16. Februar 1823 am Leversberg in Grabs geboren worden und bin am 9. April 1895 gestorben. Ich bin Mitglied vom Gemeinderat von Grabs und vom Kantonsrat gewesen. Ich bin Bezirksgerichtspräsident und Mitglied der Verfassungskommission bei der Revision unserer Kantonsverfassung. Das sind nur ein paar von meinen zahlreichen Tätigkeiten, die ich im Dienst der Gemeinschaft geleistet habe. Sie fragen sich jetzt sicher, warum ich heute Abend hier sein kann. Selbstverständlich ist das, weil es Gott nicht. Im Jahr 1893 habe ich für meine Familie meine Erinnerungen handschriftlich in einem Buch niedergeschrieben. Jetzt habe ich kürzlich erfahren, dass meine Erinnerungen in die heutige Schrift transkribiert worden sind und dass daraus ein schönes Buch gemacht worden ist, mit interessanten Artikeln über mich und meine Zeit. Und so habe ich dann meinen Chef dort oben gefragt und um einen Kurzurlaub gebeten. Um rasch an dieser Präsentation von diesem Buch mitzuwirken. Einfach war es nicht, Sie können sich das vorstellen. Aber nach einigem Hin und Her ist mein Antrag bewilligt worden und so freue ich mich, heute hier zu sein und durch den Abend zu führen. Dass der Männerchor unter der Leitung von Pius Büchel die vier umrahmt, freut mich ganz besonders. Ich kann mich noch gut an die Gründung von dem Verein erinnern. Und die ersten Konzerte haben mir hier schon gefallen. Im Verlauf des Abends hören wir euch noch ein paar Mal. Ich freue mich schon jetzt drauf. Danke vielmals. Susanne Keller-Giger wird das Buch und seinen Inhalt vorstellen. Der Debis Lippuner wird darüber berichten, wie er zu meinen Lebenserinnerungen gekommen ist. Und der Max Lemmermeier ordnet meine zahlreichen Tätigkeiten und Verdienste in einen historischen Zusammenhang ein. Jetzt freue ich mich aber auf die Grußwort von Niki Lippuner, dem aktuellen Gemeindepräsident von Grabs. Ich bin gespannt auf deine Worte, Niki. Dürfte ich doch duzen, oder? Immerhin bin ich auch einmal Gemeindame hier in Grabs. Du bist also eigentlich so etwas wie mein Vorgänger. Nachfolger, Entschuldigung. Wie viele Gemeindamänner
Aber zwischen dir und mir gewesen sind, das weißt du, lieber Niki, sicher besser als ich. Bitte schön. Der Matthäus Eggeberger war ein Macher. Von 1861 bis 1867 war er Gemeindamme von Grabs. Damals gab es noch im Start seiner Amtszeit noch kein Rathaus. Da haben die Sitzungen der Behörden albigs bei ihm im Haus stattgefunden. Da hat er aber während seiner Amtszeit geändert. Und so haben wir heute, all die, die nach ihm gekommen sind, können im Rathaus, wo seit 1863 der Sitz ist von der Mai Grabs, kommen wir dort unsere Geschäfte führen. Früher hat die Legislatur vom Gemeindamme lediglich 2 Jahre gedauert. So, dass seit 1803 bin ich der 39. Gemeindepräsident von Grabs. Vom Matthäus Eggeberger bis zu mir sind 17 Gemeindamme zwischendrin gewesen. Jetzt haben wir natürlich, damit das interessante Buch können entstehen, haben wir noch eine Initiative gebraucht. Und das ist die Initiative vom Thebis Lippuner. Das Lesebuch über den Matthäus Eggeberger freut mich nicht nur als Gemeindepräsident, sondern auch als Präsident vom Stiftungsrat Ortsarchiv Grabs, wo weitere wertvolle Schätze beheimatet sind. Es erfüllt mich mit Stolz, wenn ich sehe, wie viele Dokumente von vergangenen Tagen im Ortsarchiv Grabs gelagert werden und mit welcher Freude und Begeisterung unsere Ortsarchivarin Tanni Rauber zusammen mit dem ehemaligen Ortsarchivar Thebis Lippuner die Grabser Vergangenheit archivieren und aufarbeiten. Sul cappello, che noi portiamo. Cena lunga, bella nera. Che noi serve la bandiera. Su pei monti a guerreggiare. Vielen Dank, lieber Niki, für deine Grußworte. Es freut mich natürlich, wenn dir meine Erinnerungen gefallen. Irgendwie habe ich auch das Gefühl, du bist fast ein bisschen stolz auf mich. Was mich aber schon noch wundern würde, wäre, wie viele Eggeberger denn in der gleichen Seite da sind. Aber da können wir vielleicht nachher noch besprechen. 10? 9? Ja, okay. Gut, ja. Eben, du bist schon ein bisschen stolz auf mich. Immerhin bin ich da vom Leversberg doch noch zu einer rechten Persönlichkeit geworden. Vielen Dank auch den Sänger für das flotte italienische Lied mit dem Titel «Sul Cappello».
Das hat mich natürlich auch ein bisschen angeheimelt und an meine Zeit in Poschiavo erinnert, wo ich in kurzer Zeit fließend Italienisch gelernt habe. Später habe ich dann als Dolmetscher für Viehhändler in der Ostschweiz, im St. Galler Oberland und in Graubünden gearbeitet. Ich hatte ein viel bewegtes Leben. Und ich habe gedacht, dass es vielleicht Sinn macht, wenn ich mein reich und interessantes Leben für meine Nachkommen aufschreibe. Vielleicht hat so meine Familie, meine Frau und meine Kinder ein bisschen besser verstanden, warum ich so viel fort bin. Und sie viel haben müssen auf mich verzichten. Susanne Keller-Giger ist Projekt- und Redaktionsleiterin von diesem Buch, das heute vorgestellt wird. Und sie ist Präsidentin vom Historischen Verein der Region Werdenberg, wo das schöne Buch rausgibt. Es freut mich, dass es diesen Verein gibt. Auch ich habe mich immer sehr für Geschichte interessiert. Vielleicht kennen einige sogar mein Büchli zu den Grafen von Werdenberg, das ich geschrieben habe. Etwas hat mich aber schon noch beschäftigt. Und das muss jetzt noch loswerden. Ein bisschen hat es mich schon erstaunt, dass eine Frau die Leitung von so einem Projekt hatte. Ich bin sicher, das war eine grosse Arbeit. Zu meiner Zeit haben Frauen noch Haus, Herd und Kind gehütet. Und deren komplizierte Sachen wie ein Buch machen, den Mann überlassen. Jetzt bin ich aber gespannt, was Susanne Keller-Giger zu erzählen hat. Wenn ein Junge in einem gesunden Körper auch einen gesunden Geist hat und kommt er in die Welt hinaus, so lernt er leicht. Die äußeren Eindrücke strömen ihm durch alle Poren ein. Die Worte vom Großvater haben den Matthäus Eckeberger durch sein ganzes Leben durch begleitet. Sie haben Einfluss gehabt auf seinen Drang nach Wissen und seinen Ehrgeiz, gestaltend an der Modernisierung von seinem Dorf und von seiner Region mitzuwirken. Geschätzte Damen und Herren, ich begrüße Sie im Namen vom Historischen Verein der Region Werdenberg ganz herzlich zur Vorstellung der Publikation zu den Lebenserinnerungen vom Altgemeindamme, Altkantonsrat und Altbezirksgerichtspräsident Matthäus Eckeberger. Wo der Altortsarchivar Diebis Lippuner den HVW gefragt hat, ob der Verein bereit sei, Lebenserinnerungen von Matthäus Eckeberger zu publizieren, da hat der Vorstand nicht gezögert. Der Diebis hat die 128 Seiten lange handgeschriebene Notizen in unzähligen Stunden schon transkribiert. Rasch ist auch klar geworden, dass im Eckeberger sein Text wichtige Themen vom 19. Jahrhundert aufgreift. Der Matthäus Eckeberger ist, wie wir schon gehört haben, 1823 als erstes von drei Kindern auf die Welt gekommen. Die Altordnung im Werdenberg als Landvogtzeit in Erinnerung, ist seit einem Vierteljahrhundert Geschichte. In seinem langen Leben, er ist 72 Jahre alt geworden, ist der Eckeberger Zeuge geworden von einigen bedeutenden Ereignissen, Entwicklungen und auch historischen Umbrüchen. Unterhaltsam erzählt der Matthäus Eckeberger seinen Werdegang vom einfachen Bauernbub am Grabser Berg zum gefragten Bezirksrichter und geachteten Politiker. Tradition und Aufbruch treffen in der noch jungen Schweiz aufeinander. Ob es jetzt um den Viehhandel auf Italien, ein Rathaus für Grabs, eine neue Verfassung für den Kanton St. Gallen geht, der Eckeberger steht mit drinnen und nimmt aktiv teil. Aber ich möchte nicht vorgreifen. Herr Eckeberger, lesen Sie uns doch bitte den Anfang von Ihren Lebenserinnerungen vor. Meine Eltern und Großeltern wohnten am Grabser Berg in Leversberg. Meine Eltern waren Matthäus Eckeberger und Magdalena Fetsch. Mein Vater war einziges Kind seiner Eltern
und sie lebten daher in gemeinsamer Familie. Unsere Familie betrieb nach alter Väter-Sitte ausschließlich das Bauerngewerbe, Viehzucht, Wiesen- und Alpenwirtschaft. Wie es im Familienleben häufig geschieht, wurde ich als erstgeborener Enkel der besondere Liebling meines Großvaters, dessen Taufname Matthäus ich erhalten hatte. Auch meine Zuneigung an den Großvater war eine besondere, die sich bis zu seinem Tode stets fort erhielt. Vom 6. bis zum vollendeten 15. Altersjahre besuchte ich die Dreivierteljahresschule am Grabser Berg. In den 4 letzten Jahren unter der trefflichen Leitung unseres damaligen Oberlehrers Fridolin Eckenberger, der besonders im richtig betonten Lesen, in Sprachlehre und Satzbildung bei seinen fähigeren Schülern das damals in Primarschulen gewöhnlich Unerreichbare leistete. Unterdessen war Vater mit Mutter und den 2 jüngeren Söhnen ins Tal hinabgezogen und hatte das Wohnhaus im Feld gebaut, das ich zurzeit bewohne. Es wurde aber bestimmt, dass ich als ältester Sohn bei meinem Großvater am Grabser Berg oben verbleiben solle, um ihm bei seinen Arbeiten in Stall, Wiesen und Landwirtschaft auszuhelfen. In freien Stunden und namentlich an Sonntagen war meine größte Neigung, Bücher zu lesen, die bei meinem Großvater zu haben waren. Schweizer Geschichte, ein Buch über Erdkunde, ein Buch über den Kaiser Napoleon, die Geschichte über die Entdeckung Amerikas sowie Tagesblätter und Kalender. An dieser Lesebegier hatte mein Großvater die größte Freude und gestattete mir Zeit zum Lesen, so viel wie möglich. Im Jahre 1841 starb mein Großvater und ich kam nun zu meinen Eltern und Brüdern ins Tal hinunter. Meine 2 Brüder, Peter und Christian, hatten vom Vater die Erlaubnis erhalten, die später gegründete Sekundarschule in Buchs zu besuchen. Ihre Bücher standen nun auch mir zur Verfügung. Und ich benutzte dieselben fleißig, so viel ich Zeit hatte, ohne unseren Beruf zu vernachlässigen. Ursprünglich ist nur die Veröffentlichung der Lebenserinnerungen als Begleitpublikation zum Werdenberger Jahrbuch geplant gewesen. Es hat sich aber schon bald gezeigt, dass dem Eckenberger seine Notizen Stoff für mehr bietet. Wie durch ein Prisma schauen wir ins bewegte 19. Jahrhundert. Von Abschnitt zu Abschnitt eröffnet sich beim Lesen neue Aspekte. Der Entschluss reift, einzelne Themen in historischen Kontext zu setzen, näher zu beleuchten und, wo nötig, auch zu berichtigen. Entstanden ist eine Publikation aus einem autobiografischen ersten Teil und einem zweiten Teil mit 9 Autorenbeiträgen. Gern zeige ich Ihnen ein paar Besonderheiten im Buch. Für die Lebenserinnerungen im ersten Teil hat der erfahrene Typograf Josef Schäuber vom Verlagshaus Schwellbrunn einen beigen Hintergrund gewählt. Das erinnert an das Papier von einem historischen Dokument. Die Erinnerungen von Matthäus Eckenberger lesen sich so wie eine Geschichte. Rot neben dem Text stehen die Seitenzahlen vom Original. Manchmal hat es dort auch kurze rote Anmerkungen mit Sternchen. Die erklären den Begriff im Text. Auf der weißen Seite finden Sie wissenswerte Hintergrundinformationen, passende Karten und Bilder. Werfen wir auch noch einen Blick in die Autorenbeiträge im zweiten Teil. Der Elias Quaderer von Schaan geht in seinem Beitrag einen Fähhandel über die Alpen an. Wir erfahren einiges von den Handelsbezügen nach Italien seit dem Mittelalter, über die strapaziöse Alpenquerung und den Beruf des Dolmetschers im Dienst der norditalienischen Fähhändler. Rechts oben auf der Titelseite
Bei jedem einzelnen Beitrag findet sie in Rot die Seitenangabe im Originaltext, wo das Thema vom Autorenbeitrag vorkommt. Mein Beitrag nimmt Bezug auf Äußerungen vom Eggenberger zu der Schule Grabs. Als Verfechter von einer modernen Schule, von einer modernen und von der Kirche unabhängigen Schule, gibt er engagiert Einblick in die Entwicklungen vom St. Galler Volksschulwesen. Am Anfang des 19. Jahrhunderts hat der Kanton die Einteilung der politischen Gemeinden festgesetzt. Neben den Finanzen hat es den politischen Gemeinden am Anfang an klaren Strukturen gefehlt. Kantonale Vorschriften und Gesetze sind nicht selten ignoriert worden. Der Diebis Lippunner und ich geben anhand von Urkunden aus dem Ortsarchiv Grabs einen lebendigen Einblick in die Zustände von dortzumal. Herr Eggenberger, ich denke, unsere Gäste würde es schon interessieren, dass einige Grabser hier, wie die Gemeinde Grabs zu ihrem Rathaus gekommen ist und was sie damit zu tun haben. Bezüglich des Gemeindeamtes von Grabs ergab sich anfangs folgende Schwierigkeit. Bei der ersten Wahl im Mai 1861 wohnte ich noch im Feld Grabs für das Amt auf etwas abgelegener Stelle. Ich kaufte ein Wohnhaus in Mitte des Dorfes Grabs, reparierte es ein wenig und übernahm alle Gemeindearchive in mein eigenes Wohnhaus in Verwahrung, weil Grabs kein Rathaus besaß. Ich hielt auch die Sitzungen der Behörde in meinem Wohnhaus, dagegen öffentliche Steigerungen in den Wirtshäusern. Immer mehr sah ich ein, dass meine Wohnung in Zukunft zu eng werde für den Amtsberuf und all diese Archive und dass eine Änderung erfolgen müsse. Privatim wurde mir mitgeteilt, Rolf Kubli habe sein großes gemauertes Haus im Vorderdorf an der Kirchgasse feilgeboten. Es war dieses das Haus des Werdenberger Landshauptmanns unter der Herrschaft der Glarner, seinerzeit das Weiße Haus genannt. Sofort ging ich hin und nachdem mir alle Räumlichkeiten desselben vorgewiesen worden, wurden wir in einer halben Stunde kaufseinig um den Preis von 10.500 Franken. Auch damals spottbillig. Mit Garten und Hofstatt. Sofort wurde straziert. Ich redete mit Präsident Fetsch und erklärte ihm, ich habe zwar das Haus für mich gekauft, aber wenn die Gemeindebehörden und die Gemeinde es wollen, gebe ich es der Gemeinde zu einem Rathaus im gleichen Preis. Wir zitierten sofort die Mitglieder der beiden Behörden ein und unser Vorschlag wurde wenigstens mit kleiner Mehrheit genehmigt. Ich kündete eine Bürgerversammlung aus auf nächsten Sonntag. Aber ebenso schnell standen die Wirte und ihre Freunde dagegen in Agitation, zu Berg und Tal. Natürlich in ihrem speziellen Interesse. Bisher hatten die Amtsstellen der Gemeindevorstände so ziemlich regelmäßig gewechselt zwischen Löwen, Hirschen und Traube. Es war für sie ein bedeutender Verlust in Sicht, wenn die Alpenrechnungen, die Alpzinszahlungen, alle Versteigerungen von Gütern und Liegenschaften, die Prüfungen von 400 Vogtrechnungen, die Sitzungen der sämtlichen Gemeindebehörden und Beamtungen in einem sogar noch von allen bisherigen Wirtslokalen entfernten Wohnhause, sage Ratshause, vor sich gehen sollten. Aber niemals war ich ruhiger, mutiger und fester an eine Gemeindeversammlung gegangen als dieses Mal. Dachte ich doch, wenn die Gemeinde verwirft, ist das Haus gleich dein Eigentum und gemeinderätliche Archive und Sitzungen hast du gleich in deinem Hause, solange du im Amte bist. Als ich der Kirche die Verhandlungen eröffnete, horchte alles totenstill. Ich schilderte die Vorteile für die Gemeinde, die Sicherheit für die wertvollen Archive und Wertschriften, die schönen, geräumigen Lokale für die Sitzungen aller Behörden. Und zudem sei es eine Ehre für Grabs, die erste Gemeinde des Bezirkes zu sein,
die nun ein allen Anforderungen entsprechendes Ratshaus besitzen würde. Kein Gegner wagte dagegen zu sprechen und ohne dass die Stimmenzähler abzählen mussten, wurde scheinbar fast einstimmig mit offenem, rauschendem Meer der Vertrag für die Gemeinde genehmigt. Dies war in meinem Amtsleben der dankbarste Tag gewesen. Damals war meine Popularität im Zenit gestanden. Am folgenden Tage beglückwünschte mich Herr Pfarrer Schiess schriftlich für den Erfolg mit dem Anhang. Es wäre auch am Platze, wenn die Gemeinde sich entschließen würde, auch ein neues Pfarrhaus zu bauen. Ich dachte dazu, dies anzuregen überlasse ich dir, du Schlaumeier. Aber dieser Wunsch kam weder von mir noch von seiner Partei jemals in Anregung. Sein Mann war ich ja doch nicht. Er konnte mir nie verzeihen, dass ich, wenn auch nur zur gemäßigten, doch zur liberalen Partei gehöre. In seinen Augen ein Kardinalfehler. Der Matthäus Eggeberger war ein Liberaler, wie wir jetzt gerade gehört haben. Mit dem konservativ-protestantischen Grabser Pfarrer, Johann Heinrich Schiess, hat er wenig am Hut gehabt. Clara Müller von Mels bringt uns den Gottesmann und Gründer der Rettungsanstalt für verwahrloste Kinder, heute das Lukashaus, näher. Als Grossrat und Verfassungsrat hat der Eggeberger zu denen gehört, wie wir auch schon gehört haben, die 1860, 61 die Weichen für eine kantonale Verfassungsrevision gestellt haben. Er hat die brenzlige Situation hautnah erlebt, wo es wegen der neuen Verfassung fast zu einer Eskalation im Parteienkampf zwischen den Liberalen und den Konservativen gekommen wäre. Im Beitrag von Max Lemmermeier von St. Gallen erfahren wir Unbekanntes zur Rolle des Bezirks Werdenberg in diesem Streit und die Hintergründe zum rasanten politischen Aufstieg von Matthäus Eggeberger. Der Matthäus Eggeberger ist jetzt auch in der Kantonshauptstadt ein bekannter und angesehener Mann. Man kennt seine Zuverlässigkeit, seinen Sinn für praktikable Lösungen und sein außerordentliches Geschick als Schreiber. Kein Wunder also, dass er in die Schatzungskommission geholt worden ist, wo es darum gegangen ist, zur Beilegung von einem jahrhundertealten Grenzstreit, Grenze zwischen dem Appenzell-Innerrhoden und Appenzell-Ausserrhoden, neu festzulegen. Clara Müller schreibt über die aufwendige Arbeit der Kommission und über Eggeberger seine Rolle als Kommissionssekretär. In den Appenzeller Landesarchiv ist auch die wunderschön geschriebene Schlussurkunde auftaucht, wo der Sekretär Eggeberger verfasst hat. Kurz nacheinander, 1868 und 1871, haben Rheinüberschwemmungen die Menschen im Alpenrheintal ins Unglück gestürzt. Und das in einer Zeit, wo es noch keine Versicherung gegen Unwetterschäden gegeben hat. Die Leute sind auf Hilfeleistungen aus weniger betroffenen Regionen angewiesen gewesen. Der Eggeberger hat sich im Hilfskomitee engagiert. Das ist für die Verteilung der Hilfsgüter verantwortlich gewesen. Der Meinrad Schwend aus Altstetten zeichnet die dramatischen Ereignisse und die Arbeit vom Hilfskomitee nach. Der Eggeberger schreibt in seinen Erinnerungen über die Schwierigkeiten bei der Einrichtung von einer Postlinie von Buchs nach Wildhaus. Telegrafen spielen dabei ebenfalls eine Rolle. Auch, dass der Bahnhof Buchs durch den Eisenbahnanschluss auf Feldkirch gerade erst einmal zum Grenzbahnhof geworden ist. Der Anton Heer von Flowil beleuchtet in seinem Beitrag die verkehrstechnischen Hintergründe. Bei diesem ambitionierten Projekt haben Sie ziemlich viel Verhandlungsgeschick an den Tag legen müssen. Herr Eggeberger,
Lesen Sie uns doch vor. Schon 15 Jahre lang waren die Eisenbahnwagen durch das Rheintal von Rorschach bis Chur auf- und abgefahren. Die Toggenburger Post hatte ihren Anschluss über Gams nach Haag an die Eisenbahn. Das große und gewerbereiche Dorf Grabs mit einer damaligen Bevölkerung von 3.400 Einwohnern hatte nicht nur keinen Postwagen, sondern bloß einen Briefboten alle Tage einmal. Ebenso wenig bestand eine Telegrafenleitung von Gams über Grabs nach Bux. Eines Tages besammelte ich die größeren Gewerbetreibenden unserer Gemeinde, um, wenn möglich, eine Vereinigung zu erhalten zum Zwecke der Erstellung eines Telegrafenbüro im Dorfe Grabs. Auf meine Verwendung an die Telegrafenverwaltung in Bern wurde unserem Gesuche entsprochen mit einer Bezahlung von Franken 200. Der Telegraph wurde erstellt. Auf meine Befürwortung entschloss sich die Gewerbetreibenden, noch einen Schritt weiter zu gehen, um auch einen Postwagen zu erhalten. Ich wünschte sehr, hierfür auch die Mitwirkung des Gemeinderates Grabs zu erhalten. Aber da hieß es, der Gemeinderat habe andere Geschäfte genug und befasse sich nicht mit dieser Sache. Eines Tages entschloss ich mich, mit der Eisenbahn nach St. Gallen zu Postdirektor Major zu reisen. Aber dieser fuhr mich ziemlich barsch an und sagte, in diesem Winkel da oben in Grabs, wo wenig Verkehr sei, werde es für einen Postwagen nicht so stark pressieren. Und zudem protestiere Gams dagegen. Und Haag sei für das Toggenburg der nächste Anschluss. Nun wurde mir die Situation klar und mein Entschluss war gefasst. Die Gemeinderäte von Buchs und Wildhaus zu Alliierten zu gewinnen. In Wildhaus erhielt ich die Zusage, dass sie eine Petition mit unterzeichnen wollen an den Bundesrat in Bern. Nun ging ich nach Buchs. Da erhielt ich die Zusage, sie wollen alles unterschreiben, was ich als wünschenswert erachte. Aber bezüglich der Kosten dürfen sie sich nicht beteiligen. Aber wegen dieser armseligen Krämerei ließ ich mich in meinem Entschluss nicht beirren. Ich verfasste ein Petitum an Bundesrat Borrell. Wir wünschen sehr, dass mit nächstem Juli der Wildhauser Postwagen statt wie bisher von Gams nach Haag über Gams, Grabs nach Bux Station und Retour geführt werde. 8 Tage später erhielt ich eine Anzeige. Bundesrat Borrell hat soeben die Weisung erlassen, dass auf 1. Juli des Jahres unserem Gesuch entsprochen sei und sofort den Vollzug angeordnet. Am 1. Juli 1873 erschien morgens 8 Uhr der Wildhauser Postwagen schön bekränzt, ebenso die Pferde, und in Grabs war das Publikum auf der Straße wie an einem Markttage. Beim neuen Postlokal beim Löwen in Grabs wurde der Postio mit dem besten Veltliner bewirtet. Und infolge dieses Verkehrs wurde unser Werdenberger Lokalblatt, bei dessen Gründung und späterer Redaktion ich wiederholt betätigt war, einige Jahre später der Werdenberger und Obertoggenburg. Im letzten Autorenbeitrag zeichnete Alfonso Hoppan aus Zürich die langwierige Erbteilung nach dem Tod von einem Holzhändler aus Unterterzenor. Über Jahre war der Matthäus Eggeberger mit dem Mandat beschäftigt. Er hat damals nicht gewusst, dass Rechtsfälle wie dieser dazu beitragen würden, die unterschiedlichen Gesetzgebungen und Ordnungen in den Kantonen in ein eidgenössisch einheitliches Zivilrecht zusammenzuführen. Herr Eggeberger, darf ich Sie noch mal bitten zum Vorlesen? Lesen Sie uns doch vor, wie das komplizierte und aufwendige Mandat Ihre Einstellung zur Kompetenzaufteilung zwischen Bund und Kanton verändert hat. Meine Mission war nun erfüllt. Es dauerte für mich diese Arbeit mit vielen Unterbrechungen 10 Jahre. Für mich waren es wirkliche Kriegsdienste.
Mit großen Schwierigkeiten hatte ich zu kämpfen. Aber ich hatte in diesem Zeitraum die verschiedenen Gesetze von 5 Kantonen kennenlernen müssen, nämlich St. Gallen, Glarus, Thurgau, Graubünden und Zürich. Infolgedessen war ich aus einem früheren Kantonesen zum Eidgenoss geworden. Und obschon die Gesetzgebung unseres Kantons St. Gallen zu den besten gezählt werden durfte, begrüßte ich später lebhaft die nun entstandenen eidgenössischen Gesetze über Schulden, Trieb und Konkurs in der Eidgenossenschaft und lernte einsehen, dass bei dem großen internationalen Verkehrsleben in Handels- und Gewerbesachen es absolut notwendig wird, die alten eidgenössischen Hausordnungen, welche wir Gesetze nennen, in einheitlicher Form zu erstellen. Wollten wir nicht zurückbleiben im großen Verkehr der europäischen Völkerfamilie? Danke vielmals. Für Grabserinnen und Grabser ist sicher die Ahnentafel der Familie von Matthäus Eggenberger interessant. Im Buch kann man sie also auch lesen. Der Diebis Lippuner hat die Informationen zu den Personen im Ortsarchiv Grabs zusammengetragen. Und der Walter Gantenbein hat sie in eine übersichtliche Ordnung gebracht. Das Eggenberger Buch wird mit einem tabellarischen Lebenslauf von Matthäus Eggenberger und mit den Erinnerungen von seinem gleichnamigen Enkel an Großvater und an Vater abgeschlossen. Nämlich 25 Jahre später hat der, also der Enkel, seine Erinnerungen ins Notizheft vom Großvater geschrieben. Die Erinnerungen vom Enkel sind ebenfalls vom Diebis Lippuner transkribiert worden. Und sie zeigen unter anderem, dass das Berühmtsein vom Vater und vom Großvater auch seine Schattenseite hatte. Am Ende unserer Publikation findet sie ein Personen- und Autorenverzeichnis, den Anmerkungsapparat, die Bibliografie und eine Seite mit den Unterstützerinnen und Unterstützern der Publikation. Schon der Gemeinderat und auch später, als ich Gemeindame war, ist mir eine sichere Aufbewahrung und eine saubere Ordnung von wichtigen Dokumenten ein grosses Anliegen gewesen. Dass der ehemalige Grabser Ortsarchivar, der Diebis Lippuner, meine Lebenserinnerungen, wie wir gehört haben, transkribiert hat, ist für mich eine besondere Freude und eine noch grössere Ehre. Ich gehe davon aus, dass meine Kurrentschrift für heutige Leser schwierig zu entziffern ist und dank dem Diebis ist es möglich, dass Sie alle das jetzt lesen können. Ich kann mir vorstellen, dass es eine Heidenarbe war, Diebis. Aber was ich mir nicht vorstellen kann, ist, was für einen Weg denn meine Notizen genommen haben in diesen 130 Jahren. Diebis, erzähl uns doch ein bisschen über deine Arbeit. Und nochmal vielen Dank, dass du das überhaupt gemacht hast. Geschätzte Anwesende, das Buch, wie wir gehört haben, ist vor 130 Jahren, also die Aufzeichnungen, verfasst worden. Und dann sind die, und das war 1892, da war der Matthäus Eggenberger 70 und hat wahrscheinlich noch nicht gewusst, dass er 2 Jahre später dann schon stirbt. Dann haben wir da zu dieser Spurensuche Kitte ein gross, aber es war nicht so schwierig, wie man könnte meinen, in dem Fall. Die Aufzeichnungen sind nach ihm sicher zu seinem Sohn und, oder zu seinem Enkel. Beides waren Matthäus. Das ist ja interessant, wie man hier sieht, das ist schon in den Einzelfall zu Grabs. Da sind zum Beispiel 8 Generationen lang sind all die Diebis wieder nachgetauft worden. Also der erste ist
ist belegt im Jahr 1779. Und der letzte, der noch war in dieser Linie, da ist eben der, also der Enkel und dann noch vom Bruder wieder ein Sohn, der ohne Matthäus geheißen hat. Auf jeden Fall ist das Buch dann im Jahr 1919 abgeschrieben worden. Also abgeschrieben ist es beim Enkel gewesen. Und er hat seinen Beitrag, wie erwähnt worden ist, noch dazu geschrieben über seinen Grossvater und vor allem über seinen Vater. Von dort weg ist es, dann muss er, der Enkel, keine Nachkommen gehabt. Und dann muss das zu Verwandten gekommen sein. Wahrscheinlich zu einer Tochter von einem Bruder von ihm oder zu einem Enkel. Das ist dort ist nicht so ganz klar, einmal für mich jetzt. Auf jeden Fall ist es dann von dort weg, vom Seb, ist es im Feldhaus gewesen, bei einer Hanna Ickenberger. Die war nicht verheiratet gewesen und die hat es dann, also es ist dann noch zu einer Agathe gekommen, einer Cousine von ihr. Und die hat es dann nachher an einer anderen Nachfahrin übergeben. Und zwar der Vreni Strassli Ickenberger. Die ist eine Ur-Ur-Enkelin von dem Diebis. Und sie hat das Buch dann bei ihr gehabt und hat dann, wo wir dann den Kontakt wieder mal gefunden haben, hat sie eine Unfreude gezeigt, dass wir das so machen wollen. Sie ist heute da. Also zu verdanken haben wir es vor allem ihr, weil sie hat dann früh schon, wo sie das Buch bekommen hat, der Schluss gefasst, das Buch kommt dann wieder mal zurück auf Graz. Und das ist dann, wie schon gesagt worden ist, ist dann 2013 aufs Rathaus gekommen. Und ich habe dann das einfach das erste Mal gesehen im Ortsarchiv hin, habe aber nie recht gewusst, wer und wie jetzt das wieder zurückgekommen ist. Und mit dem Recherchieren habe ich es dann herausgefunden. Es sind da einige Grabser und deren, die schon umleben, mit beteiligt waren, mit ihren Kontakt gehabt. Also vor allem ihr ist eigentlich zu verdanken, oder fast nur ihr, dass es heute das da ist. Also in dem Fall ist es, kann man sagen, ziemlich gerade verlaufen, die Spur. Im Gegensatz zu anderen Fällen, die es gegeben hat, wo man nichts mehr gefunden hat, wo die Sachen sind. Zum Beispiel hat es im Ortsarchiv von der Ortsmei im Protokollbuch 1850 hat der Schreiber aufgeschrieben, was im Archiv ist, weil er wahrscheinlich gedacht hat, als man ungefähr wüsste, was denn da oben sei. Das Rathaus hat es da, wie gesagt, wo da ist, noch nicht gegeben. Und hat dann dort 137, also von den Jahren Nummer 1, von den Jahren 1456 bis 132, 1765, hat es 137 Akten gehabt, Urkunden und Bücher, die er aufgeführt hat. Und als ich das gesehen habe, habe ich das verglichen, was von dem noch um ist. Und tatsächlich haben 26 Stück von denen sind nirgendwo seit da. Und das ist jetzt ja noch nicht gerade 1000 Jahre her. Also das zeigt, dass man sollte Sorge haben und aufpassen, wie wir es jetzt ja eine Art machen im Archiv,
dass man sie registriert und aufbewahrt. Und auch nicht einfach jeder kann etwas mitnehmen, was er einmal wissen will. Und sonst muss er unterschreiben, dass er es dann auch wieder bringt. Also das soll in dem Fall auch ein Appell sein, an die Bevölkerung, wenn ihr daheim vielleicht am Rummen sind oder so Sachen rumliegen, die man nicht lesen kann oder nichts weiss, anzufummen. Vor dem Fortwerfen auf jeden Fall ins Rathaus bringen oder ins Ortsarchiv, sei es jetzt in Grabs oder in einer anderen Gemeinde, wo man das dann aufbewahren kann. Das sind, wir haben ja unsere Redezeit vorgeschrieben. Und das sind jetzt die paar Sachen zum Weg von dem Buch. Also vor allem möchte ich noch sagen, dass, wie hier gesagt wurde, das war überhaupt nicht meine grösste Erbe. Die hatte Susanne Keller vor allem. Und danke möchte ich auch an dieser Stelle nochmal der Vreni Strasli, dass sie das Buch aufbewahrt hat und braucht. Danke. Also ich will den Dank wiederholen an Vreni Strasli und an Debis Lippuner, dass ihr bis Buch meine Erinnerungen aufbewahrt habt. Und dass aus dem so ein schönes Buch geworden ist. Ich selber, ich habe es ja schon erzählt, bin 9 Jahre lang in der Dreiviertelschule zu Grabs, im Grabserberg. In Sprachlehre und Satzbildung bin ich zwar immer einer der Besten gewesen, meine schriftlichen Erinnerungen sind aber trotzdem sicher weit davon entfernt, irgendwie wissenschaftlich oder akademisch zu sein. Und dass jetzt so gerne noch ein richtiger Doktorprofessor aus der Kantonshauptstadt sich zu meinen Lebenserinnerungen äußern will, das macht mich schon extrem stolz. Ich bin gespannt, was der Max Lehmemeyer über mich und meine Zeit zu erzählen weiss. Ja, sehr geehrte Anwesende, es freut mich natürlich, dass ich hier überhaupt reden darf. Und ich bin der Letzte, der redet, und sie sind vielleicht auch schon ein bisschen müde. Und damit es ein bisschen schneller geht, habe ich auch ein paar Sachen gekürzt, die ich eigentlich hier aufgeschrieben habe. Also, ich steige ein mit Folgendem, wo der Glarner Pfarrer, Aufklärer und Bildungsreformer, Johann Rudolf Steinmüller, 1804, also etwa 20 Jahre bevor der Matthäus auf die Welt gekommen ist, seine Beschreibung über das Werdenberg herausgegeben hat, hat er geschrieben, ich zitiere, «Die Landwirtschaft steht hier noch auf der untersten Stufe der Vollkommenheit.» Und so der Werdenberger hat er gemeint, ich zitiere, «Von der zartesten Kindheit an wird teils durch die rohe häusliche Verziehung, teils durch den öffentlichen Schulunterricht jeder Keim eigener Denkkraft erstickt. Ihr Geist muss notwendig unter der Last der Unreinlichkeit und der sie umgebenden Finsternis erliegen. Aber der gleich bürgerlich bildete Pfarrherr Steinmüller, wo sich da über die Unwissenheit und die Unreinlichkeit der Werdenberger auslassen hat, ist zugleich der gewesen, der Grundlagen gelegt hat für das Denken und Handeln von Matthäus Eggenberger. Der kleine Matthäus ist nämlich bei seinem Grossvater aufgewachsen. Und der hat als Gemeindebeamter einen regen brieflichen Kontakt mit dem Schulinspektor Steinmüller gepflegt. Und der hat Steinmüller seine aufklärerischen Ideen aufgenommen und umgesetzt. Und über den Grossvater kommt der junge Eggenberger am Grabserberg auch ganz selbstverständlich mit aufklärerischem, liberalen Gedankengut in Berührung. Wie er selber schreibt, lernt er vom Grossvater, ich zitiere, den landwirtschaftlichen Beruf mit Verstand zu betreiben.
genaues Beobachten und Berechnen und nicht Tradition, nicht veraltete Methoden sollen die Basis sein für ein erfolgreiches Wirtschaften. Was aber noch viel wichtiger war, ist, im grossväterlichen Haushalt und in der einfachen Dorfschule erkennt er den Wert der Bildung für die eigene Entfaltung und für die Entwicklung der Gesellschaft. Er liest alles, was er mit hinkommt. Eine Schweizer Geschichte, eine Napoleon-Biografie, Kalenderblätter, ein Buch über Erdkunde. Und er sieht den Wert der Sprache als Mittel der Verständigung und als Mittel zur verstandesgemäßen Erfassung der Welt. Mit aufklärerischem Wissensdrang lernt er im Buschlaf Italienisch. Er lernt Grundlagen der Buchhaltung und vom Warenhandel. Diszipliniertes Arbeiten und absolute Rechtschaffenheit zeichnen ihn aus. Diese Eigenschaften ebnen ihm den Weg in die Politik. Dort schließt er sich aufgrund seiner evangelischen Herkunft und seinem regionalen Beziehungsnetz der Partei der Liberalradikalen an. Liberalismus heisst für ihn ganz simpel fortschrittlich pragmatische Verbesserung der Welt. Als Gemeindemann, Kantons- und Verfassungsrat erfüllt er gewissenhaft alle seine Aufgaben. Er sucht nicht so sehr die wortgewaltige und gehässige Auseinandersetzung mit den katholisch-konservativen, sondern er verhilft der politischen Gemeinde Grabs und der Einsatz von privaten Mitteln zu einem eigenen Rathaus. Grabs ist damit eine der allerersten Landgemeinden im Kanton St. Gallen, wo Verwaltung und Archiv an einem festen Standort und sicher unterbringen. Autodidaktisch eignet er sich Schritt für Schritt juristisches und wirtschaftliches Fachwissen an. Seine Zuverlässigkeit, sein Arbeitseinsatz und sein sprachlich-mathematisches Können machen ihn zu einem idealen Mitarbeiter im Dienst der akademisch geschulten liberalen Elite im Kanton und im Bund. Von den Herren Seiler, Äppli, Blumer oder wie sie alle heissen. Als Schätzer, Vermittler und Schiedsrichter leistet er einem liberalen Staatswesen wichtige Dienste. Auf der rechtschaffenen Grabser ist absoluter Verlass. Denn, wie er in seinen Notizen schreibt, ist das Los der Menschen auf Erde, ich zitiere, Arbeit und Mühe. Und wie er weiter schreibt, heisst es, also der Lebensgang der Menschen gleicht dem Wanderer im Schnee. Wenn du rückwärts schaust, erkennst du deine Spur. Wohl dir, wenn du diese Spur nicht arg befleckt hast und du pflichtgetreu gelebt hast. Bei all seinen Tätigkeiten bleibt der Matthäus Eggenberger am lokal-regionalen, am bürgerlichen Leben verhaftet. Ein Aufstieg zu den hohen Herren, also zu der Regierung in St. Gallen oder zu den nationalen Entscheidungsträgern in Bern, kommt für ihn nicht in Frage. Wie er im Bericht von 1870 über die Landwirtschaft im Werdenberg schreibt, muss es Ziel sein, ich zitiere, die Vervollkommnung dieser speziellen Eigentümlichkeiten, also gemeint ist Werdenberg, der Bezirk Werdenberg, die Leitung der verfügbaren lokalen Kräfte auf vernünftigen Wegen zur Ausbildung der natürlichen Anlagen jeder Gegend auf eine vollendete Stufe sei das Ziel der Bestrebungen vaterländischer Vereine. Gelingt uns dieses, dann haben wir auf diesem Gebiete unsere Handlangerarbeit erfüllt und zum Siege menschlicher Vernunft über die Materie wenigstens ein Schärflein beigetragen. Das rational gemeinnützige Schaffen von bildungshungrigen Leuten auf dem Land, wie eben von Matthäus Eggenberger, haben der radikal-liberalen Partei die führende Stellung in der Schweiz vom 19. Jahrhundert gesichert. Sie sind Grundlage für ihre ununterbrochenen Wahlerfolg bis am Ende vom 19. Jahrhundert. Ja, und was bleibt für uns?
für die Nachkommen. Eben für die, wo er seine Notizen ja eigentlich geschrieben hat. Er hat sie ja uns gewidmet. Was ist das Fazit aus seinen Aufzeichnungen? Bildung, Disziplin und Rechtschaffenheit haben das Leben von Matthäus Eggenberger bestimmt. Bildung, Disziplin und Dienst an der Gemeinschaft sind auch heute unverzichtbare Voraussetzungen für die individuelle Freiheit und für das erfolgreiche Funktionieren der schweizerischen Demokratie. Und wenn wir so handeln, so tragen wir alle bei zum Sieg menschlicher Vernunft. Und das ist angesichts der grossen Probleme in dem Land, aber auch weltweit, nötiger denn je. Vielen Dank. Bin ich zweimal gerührt. Erstens ab dem schönen Lied und zweitens ab dem schönen Wort von Max Lemmermeier, wo natürlich alle stimmen, was ihr gesagt hast über mich. Danke vielmals. Ich bin erstaunt und erfreut, dass so eine vielfältige Publikation entstanden ist aus meinen Erinnerungen. Ich bin
erfreut, dass meine Erinnerungen so eine Bedeutung bekommen haben und offensichtlich so eine wertvolle Quelle sind für das 19. Jahrhundert. Und ich bin erstaunt, wie schöne Bücher das man heute machen kann. Darum möchte ich danken. Und jetzt weiss ich nicht, ob es dann vielleicht ein bisschen eng wird oben, weil ich hätte jetzt gerne, wenn alle Autorinnen und Autoren raufkommen. Und auch der Gestalter Josef Schäuber vom Verlagshaus Schwellbrunn und der Niki Lippunder geht auch. Keine Angst.
möchte sagen, meine Reise ist zu Ende. Und ich möchte durch die Wälder gehen, meine alten Freunde sehen. Wann find ich den Weg zurück nach Haus? Und ich möchte